Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu dem 13. Part von New Super Mario Bros. U Deluxe auf der Nintendo Switch. Tja, beim letzten Mal, das war ja auch ewig her, dass wir jetzt hier weitermachen können. Beim letzten Mal haben wir den Turm, soweit ich weiß, geschafft. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie es mit den Star... Ich wollte schon Sternmützen sagen, aber ich meine Star Coins aussieht. Okay, wir haben nur noch ein Level, das hier. Und dann noch, zu guter Letzt, dann hat das Schloss. Ich bräuchte nur Notfall das iPad. Ich bin gleich wieder da, Leute. Dauert ein bisschen. Ich hätte es wenigstens rausschneiden müssen. Ich habe das voll vergessen zu holen. Tut mir leid nochmal. Vor allem, dieser LP ist schon ein Jahr alt und ich habe es immer noch nicht durchgespielt. Und vor allem, dass die immer 30 Minuten dauern, aber damit es halt ein bisschen schnell fertig wird. Ich versuche es ein bisschen kurz zu halten. Oh, ich hätte schon eine Ahnung, was es vielleicht für ein Level werden kann. Heute spiele ich ja mit dem blauen Toad. Beim letzten Mal war Luigi dran. Ich weiß jetzt nicht, wie es davor halt aussah. Ich habe mir einfach gedacht, okay, heute mit dem blauen Toad. Oh, das ist das Level, okay. Okay, da oben kann ich anscheinend nicht hin. Okay, okay. Okay, die Bossblume brauche ich jetzt erstmal nicht. Muss ich darauf? Auch nicht. Nein! Okay. Glück gehabt. Wirklich Glück gehabt. Wie sieht's hier aus? Auch nicht. Ach, keine andere Wahl habe ich da, als so zu machen. Ach, shit, ey. Na gut. Also, ich muss mich auch wieder gewöhnen, das zu machen. Vor allem, jetzt geht's halt mit diesem Mikro weiter, mit meinem Toner 2030. Tja, aber ist halt so. Wir müssen da weitermachen. Okay. Dann machen wir weiter. Ich mach zu schnell! Ich mach einfach zu schnell. Scheiße. Oder ich scheiße einfach zu schnell. Okay, ich hätte es nicht sagen müssen. Und auch nicht sagen sollen. Was soll's? Kind hat halt zerstört, was soll's? Okay. So, dann erstmal... Ups. Das war shit. Das ist einfach echt shit. Vor allem eigentlich war am Anfang doch so, dass ich alle 5 Parts, denke ich, Charakter wechsle oder jede Welt. Das nehme ich lieber zurück, und weil ich habe ja schon angefangen mit den Charakteren halt so zu machen, dass ich eigentlich jeder Part es wechselt. Oh, oh, habe ihn erwischt. Okay, gut, die erste. Okay, dann kill ich den. So, dann hole ich mir einen Pilz, damit ich ein bisschen safe bin. Ich glaube, da oben wäre, glaube ich, ein Weg. Sicher bin ich mir nicht. Wollen wir mal sehen, wo es hier dann weitergeht. Vielleicht. Oh nein, 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 nein. Vielleicht hier. Oh! Ich hab's doch gewusst. Wie sieht's da mit Starcoin aus? Nichts. Schade.
Oh Gott, nein. Ey, ich hätte da die Brustblume kriegen können. Ich krieg jetzt stattdessen einen Pilz, aber besser als nichts. Oh, vielleicht muss ich da... Ja, man sieht es schon. Oh Gott. Kack Koopa, ey. So. Ah, lol. Okay. Da, Starcoin. Nummer 2. Okay, gut. Gut. Schon mal eine gute Nachricht. What? Und da. Ah, da unten ist er. Oh nein. Nein, 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 nein. Ich brauche einen Cooper. Als ob. Scheiße! Okay, wenigstens weiß ich, dass ich dafür jetzt einen Cooper brauche. Na gut. Ach ja, zur Info. Wir müssen Roy theoretisch zweimal bezwingen. So denke ich es jedenfalls. Weil, also ihr werdet es, ich glaube, sogar in diesem Part sehen. Wollen wir mal sehen, ob ich wirklich daran halten kann, dass wir heute Roy in den, also Roy den Arsch versohlen. Na gut. Ich bin halt scheiße, was soll man machen? Ich bin halt scheiße. Vor allem von der Sicht aus sieht es so, als würde ich schielen. Nein, ich will Luigi nicht benutzen. Es heißt jetzt New Super Toad Bros. U Deluxe. Nein, 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 nicht nochmal. Nicht nochmal, Leute. Nicht nochmal. Meine Freunde würden mich richtig krass auslasten. Auslasten. Was laber ich da? Ich meine auslachen. Oh lol. Ich hätte da hinten gehen können zum Schloss. Ups. Na gut, ist auch jetzt egal. Man kann ja zwei Wege gehen und man muss sogar beide Wege gehen. Damit man, wow, 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 das war knapp. Damit man nämlich, diesmal sterbe ich nicht, Leute. Oh nein. Ist da noch ein Koopa? Oh, stimmt. Nein, das ist nicht... Ach, ich muss. Mein Leben ergibt halt keinen Sinn mehr. Na gut. Ich spiele schon knappe 10 Minuten. Und, hab noch nicht mal dieses Level durch. What the fuck? What's going on with me? Yit! Okay, du bleibst lieber da. Ich möchte nicht nochmal so... sterben. Wenigstens ist die Fledermaus weg. Okay. Dankeschön für den Applaus. Gracias. Oder gracias, wie auch immer. I don't speak Spanish. Okay. Ich behalte mal die Red Shell. Damit. Oh, ist wieder zurück. Erwischt, aber gestorben. Scheiße, ey, scheiße. Das muss man irgendwie anders machen, sage ich jetzt mal. Probieren wir es einfach mal. Ich habe gerade gedacht, ich wechsle zu Toadette und werde Peachette, aber nee, würde ich jetzt nicht machen. Und am meisten, es wäre schon zu leicht, wenn ich dann mit Toadette spiele. Also, die haben einfach es für Anfänger, sage ich jetzt mal, leicht gemacht. Okay, aber ich spiele trotzdem halt nicht mit mit Toadette. Holen wir nochmal den zweiten Starcoin. Nochmal danke für den Applaus. Okay, so, da sind wir schon mal drüber. Er wird gleich sowieso rauskommen.
Ja! Ist mir scheißegal, ob ich jetzt klein bin. Hauptsache, ich komme jetzt raus. Oh! Gott! So, ich hoffe, hier ist nichts im Weg. Ist egal. Puh. Okay. Puh. Okay, wir haben es endlich mal geschafft. So. Zwei Wege sind jetzt offen. Ich würde sagen, dass wir auch gleich... Oh, können wir nicht wirklich. Na gut, egal. Dann werden wir es anders machen. Wir gehen erstmal zu Roy und holen die ersten zwei Starcoins und dann gehen wir so andersrum, weil da kriegt man dann den dritten. Oh, ich hätte eine Idee, dass es jetzt möglich wäre. Oh. Also da kommt auch der zweite. Okay, so muss man das machen. Verstehe. Dann irgendwo soll noch ein Starcoin sein. Wo genau, weiß ich jetzt nicht. Oh, vielleicht hier rauf. Nee, hier sind einfach nur Münzen, aber besser als nichts gerade. Ach so, wahrscheinlich bräuchte ich einen davon. Okay. Wie sieht es aus? Schon mal den zweiten. Jetzt fehlt halt der Checkpoint. Ganz wichtig. Damit... Also, ich habe jetzt eine Idee, wie es weitergehen könnte. Meine Vorstellung ist jetzt halt, dass ich jetzt auch den Checkpoint finde. Da drüben ist er ja auch. Dann irgendwie sterbe. Und dann gehe ich anders herum. Weil es ja eigentlich auch dasselbe Level ist. Okay. So. Bin jetzt tot. Okay, und ich hoffe, es war kein Fehler. Das hoffe ich jetzt zumindest. Wollen wir mal sehen. So, der merkt jetzt, zwei Starcoins haben wir jetzt. Jetzt gehen wir somit anders herum. Wollen wir mal sehen. Weil dann müssen wir ihn nur einmal besiegen. Wenn es so bleibt. Und... Nein! Gott, das war jetzt umsonst! So eine Scheiße ist es einfach. Ich gehe jetzt einfach so rum. Ist mir jetzt gerade egal, ich mach's nachher nochmal. Glück gehabt, okay. Theoretisch kann ich dann auch nochmal zurückgehen, nicht wahr? Ich denke schon. Ich nehme mal die Brustblume mit. Jo, komm zurück. Ich nehme das zurück. Na gut, dann kämpfe ich halt zweimal gegen Roy, okay? Ist halt wie bei Smash Bros. Was soll man machen? Da machen wir einen Aufwärmkampf und da machen wir den richtigen Kampf. So. Da ist er ja. Ich bin gerade voll konzentriert. Aber es ist Roy, da brauche ich doch keine Angst haben. Ja, dann hört er mal auf. Da ist er ja. So, noch einmal. Ich habe zwar meine Feuerblume verloren, aber was soll's. Hm.
War schon schwer, nicht wahr? Gut, hab ihn einmal besiegt. Und jetzt gehe ich halt nochmal rein und besiege ihn nochmal. Danach können wir die nächste Welt betreten, das nämlich die Zuckerwattenwolkenzone ist, soweit ich weiß. So. Ja, speichern. Ach ja, ich möchte noch das Item-Dings machen. Moment. So, hier. Bevor wir reingehen, machen wir noch schnell das Pilzhaus. Und dann war es doch schon. Wollen wir mal sehen, was ist da drin? Okay, ja, okay. Besser als nichts. Mhm. Ich hab die verloren. Ich glaube, ich hab die verloren. Hier? Okay, jetzt schon verkackt. Na gut, ich komme damit klar. Tod allerdings nicht. Was soll man machen? So, wir gehen nochmal ins Schloss und holen die anderen zwei Sternmünzen. Dann haben wir auch die Kandis-Minen fertig. Sogar, ich kann es kaum glauben, dass wir fast am Ende sind des Let's Plays. Das auch ja, gleichzeitig auch nicht gut ist. Das, dann kann ich halt mit dem zweiten LP-Projekt weitermachen. Ich habe halt gedacht... Oh. Ja, genau das habe ich gedacht. Au, 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 au. Nee, habe ich nicht gedacht. Okay. Ich meine halt, da habe ich gedacht, als ich mich dann für Marvel Bros. Entschieden habe, okay, kann lustig vielleicht werden, kann aber auch scheiße werden. Und ich hatte sonst kein anderes Spiel, was passen würde und worauf ich wirklich Lust hatte. Dann, ja, dachte ich, okay, ich beende es einfach auch. Nicht so wie beim zweiten Kanal, als ich einfach so was mache und dann halt es lasse, sondern ich gehe einfach, ich mache es einfach weiter. Ich mache es einfach weiter und werde es beenden. Vor allem das zweite LP-Projekt ist ja teils auch voraufgenommen. Und da ist halt mein altes Mikrofon noch zu sehen. Da braucht ihr dann auch nicht denken, hat er jetzt doch nur sein anderes Mikrofon behalten oder so? Nicht so wie beim Infovideo, als er es gesagt hat. Sondern halt, es ist wirklich weg. Es ist das andere Mikrofon. Das ist Schrott gewesen. Und das hier finde ich einfach viel, viel besser. Der hört mich einfach viel besser. Oh ne, jetzt muss ich warten. Nein! Ausgerutscht, verdammt! Ausgerutscht, ey! Ausgerutscht! Wie bei Mario Kart Double Dash, da rutscht man auch aus. Ich wollte schon rüberspringen. Zum Glück habe ich es nicht getan. Wow, das war knapp. Okay, dann warte ich noch. So. Okay. Wir haben alle Starcoins, jetzt müssen wir nur noch mal zu Roy gehen. Ja, wird nichts. Egal. Was ist hier drin? Eisblume, alles klar. Okay, wir sind wieder da. Dann hole ich einmal noch die Feuerblume.
Jetzt kämpfen wir nochmal gegen Roy. Dann kommen wir automatisch zur nächsten Welt. Und dann hätten wir auch... Also, ich überlege auch, ob ich nun die Sternwelt weitermachen werde. Also halt noch das machen und dann war es auch schon. Ich glaube, ich mache es auch wirklich weiter. Dann gibt es halt nur noch die Level und dann automatisch fertig. Ja. Gut. Ist auch jetzt egal. Hauptsache, ich besiege ihn noch. Ich möchte lieber auch groß bleiben. Damit ich nicht aussehe wie ein Gartenzwerg. Stirb! Aber im ehrlich zu sein, habe ich Angst vor Ludwig. Ludwig ist auch einem Vieh, das mich jedes meiner Kindheit so wütend gemacht hat. Und dann dachte ich schon, als ich damals Ludwig besiegt habe, in Mario Bros. Wii vor allem, habe ich mir gedacht, endlich habe ich den Boss besiegt. Aber jetzt kommt noch der Final Boss. Das ist halt dann das Problem gewesen. So. Alle Star Coins von den Candace-Minen. Ja, natürlich speichern. Und wir können weitergehen. In der Zuckerwattenwolkenzone. Diesmal ist sogar Kamek der Boss des Turms. Und dann wartet noch Ludwig auf uns. Na, Ludwig. Ist egal. So, dann machen wir auch gleich das erste Level. Ein Himmel voller Blöcke. Bei den Anfangparts war ich ja künstlerisch und also vom Gesang her begabt, auf jeden Fall. Was hat denn eigentlich das geführt? Erstes Starcoin oder? Keine Ahnung. Ja, der erste Starcoin, okay, weil gleich danach kam der zweite. Okay, mal sehen, wie es hier weitergeht. Scheiß Mistvieh. Alter. Boah. Ach, da ist das Darkcoin, okay. So, alle drei. Und geschafft. So. Tja, Leute, ich würde schon sagen, das war's mit dem LP, also mit dem LP-Part, also Part 13. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Like, Abo, Glocke, Feedback. Ich denke, ihr wisst schon teils Bescheid, außer für die Neuen. Also, falls da neue kommen sollten. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute.